Land, von dem Sie eben gesprochen haben. Aufgaben Ihres Amtes, und das war... Das war der Wehrmachtführungsstab. Wehrmachtführungsstab, dessen Chef Sie waren, Chef ich war. Und eine Abteilung dieses Wehrmachtführungsstabes, die erste und wichtigste Abteilung, war die operative, nicht wahr? Ja, die operative. Hauptaufgabenkreis. Die Anklage nennt sich Chef des Feldmarschall Keitel. Richtig. Und ist ja schon dargelegt durch die Gliederung, die im Fall des Keitels her hier vorgelegt wurde. Das ist ein großer Unterschied. Als Stabschef wäre ich ein Gehilfe des Feldmarschalls Keitel gewesen, für dessen sämtliche Obliegenheiten. Ich bin eines der vielen Dienststellen, oder einer der vielen Dienststellen, die der Feldmarschall Keitel unterstanden. Der Feldmarschall Keitel unter Benutzung einer Abteilung als Art persönlichen Arbeitsstabes alle übrigen Aufgaben nahm. Hatten Sie als Chef des Wehrmachtführungsstabes die Begriffe gewählt? Nein. Oder besser gesagt, über meine Arbeitsstäbe. Ich unterstand dem Feldmarschall. Und auch dieser war nicht gewählt. Aber selbstverständlich habe ich in diesem Kriege viele operative Einzelheiten selbst entschieden und selbst unterschrieben. Niemals den geringsten Konflikt mit den Oberbefehlshabern. Weil ich ihr Vertrauen...